Hi und herzlich willkommen hier zurück zu einer Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, mich hat letzte Folge leider ein bisschen das Skyrim-Fieber gepackt, nachdem ich ein paar Stunden Gothic gestern gespielt habe. Yeah, ne? War Skyrim genau das Richtige danach. Ich liebe Gothic, ich liebe Skyrim. Und ja, wir haben da letzte Folge noch den Dunkellichtturm abgeschlossen. Und wir sind jetzt hier auf dem Berg heroben. Noch nicht ganz oben, aber wir sind schon heroben. Und ich schaue mich da mal um. Wir haben jetzt auch eine Begleiterin, die Ilia. Die haben wir da mehr oder weniger befreit. Also wir haben geholfen, von dem Zeugs freizukommen. Und ja, mal schauen, was uns hier oben noch so erwartet. Das sieht interessant aus. Ruinen von Erkund entdeckt. Ja, Licht. Job und so gefällt. Oh. Die Lichtmutter. Eigentlich den hier. Hä? Was? Oh. Das Bild hier war auch gerade cool. Ich heile mich mal ganz kurz. So. Fuß, Ro! Wow. Wow. Das hat sich ja voll gelohnt. Cool. Oh. Cool. Können wir da rein? Können wir da rein, können wir da rein, können wir da rein? Sieht nicht so aus. Alles in Ruhe. Dietrich, Granatstein, Rolle des Schneesturms. Oh. So, das ist nochmal das. Und Lederrüstung der Zerstörung. Wow. Das ist ganz schön wertvoll hier oben. Das Zeug. Das ist mega. Mega cool. Und mega wertvoll. Genau. So. Dort haben wir vielleicht noch was. Ich bin mir nicht so sicher. Da ist ein Pfeil.
Auch schön. Nö, sieht nicht so aus, als hätten wir hier noch was. Aber da geht irgendwie ein Weg rauf. Ich weiß es nicht genau. Ich möchte da runterschauen. Wow, okay. Wow. Das ist cool. Ups. Hallo? Ups. Hä, wie komme ich denn da wieder raus? Oh. Hä? Okay. Oh. Da sollten wir vielleicht nicht laufen. Nur eine Vermutung. Schneebeere. Cool. So. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Treppe, die irgendwo hinführt. Ich weiß es nicht genau wohin, aber die führt auf jeden Fall irgendwo rauf. Das ist so ungefähr, was die Treppe macht. Sie führt irgendwo rauf. So, da haben wir die. Da haben wir die schöne Treppe. Das ist nur Laub, okay. Hier irgendwas? Nee. Sah so noch kleine Höhle aus. Oder hier vielleicht? Nee. Ein Ork? Was? Wie kommt denn der hier hin? Da waren wir noch nicht. Glaube ich. Ne, da waren wir noch nicht. Gut, ich speichere mal. Setze mich anders hin, weil mein Fuß ist eingeschlafen. Das ist nicht so optimal. So, Mikro nochmal richten. Und... dann laufen wir zur Treppe. So. Wo auch immer die hinführt. Oh. Okay. Wow, Trollfett. Unser letzter Kampf mit dem Troll war nicht so erfolgreich wie der hier. Das ging gut. Das ging echt gut. So, nochmal speichern. Nochmal Gold. Ziehe, ja. Cool. Dann eine Truhe haben wir auch. Gold und einen langen Bogen, den wir eh nicht brauchen. So.
übrig. Eine Begräbnisurne. Cool. Cool, cool, cool. Und dann. Ja. War's das. Schön. Ich meine, besser als nix. Sieht so aus, als würde es hier hinten noch weitergehen. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass man hier hinkommt. Nö, ist glaube ich nicht gewollt. Was haben wir denn hier hinten? Ich spring mal kurz runter. Skelettteile? Echt? Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ich weiß nur nicht was. Ich schau mal, wo wir hier hinkommen und dann lade ich neu. Weil das ist strange. Ja, genau da kommen wir hin. So. Ich habe da gespeichert. Ich dachte, ich habe oben an der Kante gespeichert, aber ja. Ach gut. Oder den Granatstein sollte ich mir schon mitnehmen. Hier ist noch Gold drin. Da, ach so, leer. Gut. Ist auch noch Gold. Gut. Gut, gut. So. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir den regulären Weg runter. So. Hier noch irgendwo hin. Ich will halt echt nichts liegen lassen. Das ist so. Das habe ich als Grafik gerade mitgenommen. Ich speicher mal. Falls wir da irgendwie runter. Runterdüsen. Achso, nö. Kommst du da auch rüber, oder? Nö, gut, du bist ja hier. Gut. Trollschädel, ja. Braucht man halt nicht. Das haben wir in der letzten Folge gesehen hier drin. Das habe ich, glaube ich, hier schon gelootet. Also halb so schlimm. So. Den hier noch nicht. Aber ansonsten schon alles. Soweit ich weiß. So. Dann. Ja, Frostbissspinne. Cool. Da beim anderen Ding waren wir eh drüben. Ist hier hinten vielleicht noch irgendwas? Nein. Magst du mich bitte rauslassen? Danke. Nein, Mann, nein.
Auch nix. Gut. Oh. Was denn? Ist noch was hier irgendwo? Wow. Gut. Gehen wir da runter. Ich denke, hier geht's raus. Nein. Hier geht's in den Keller. Oder auch nicht, hä? Hä, war ich hier schon? Ja, hier waren wir tatsächlich schon. Ich dachte, wir wären schon viel weiter unten. So, hier ist der Ausgang. So. Ilia, du bist eh dabei. Gut. Gut, gut. So, dann war da drüben noch was. Es ist etwas nervig, aber ja. So. Dann düsen wir da mal rüber. Okay, vielleicht nicht so. So, speichern. Auch gut. Du, Ilia, wo bist denn du? Ach da. Blutiger Vampir. Das. Oh, ein Riese. Oh, ein Riese. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ist das Ilia? Ich bring euch. Ich hätte noch speichern sollen. So. Fuß, Ro! Ja. So. Mhm. Genau. Der hat mich vorhin nicht geschlagen in dem Moment. Echt. Stecke der Todesschleife. Ich komm da nicht raus. Oh Mann. Das bitte. Laden.
Was? Ist das eine Uhrzeit oder was ist denn das? Wow. Ich kann nicht weg. Dem Todesstoß bin ich vorher entkommen. Oh Mann. Ich kann nicht ins Q-Menü. Ich kann nichts drücken. Oh Mann, das fuckt mich schon wieder ab. Ich bin... Er holt schon aus, bevor ich überhaupt spawne. Ey. Jetzt muss ich echt... Mein Schnellspeichern überschreibt es immer. Was? Okay. Ja, okay. Sind wir halt hier. Gehen wir nochmal darüber. Jetzt nochmal schnell speichern. Nochmal schnell speichern. Oder kommt ein Riese? Wieder mal. Ist da hoch auch, da oben auch einer am Kämpfen oder was? Sieht nicht so groß aus. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Wächter. Wächter. Wächter von Rift? Blutiger Vampir. Okay. Oh. Oh. Ihr sprecht mit einem Wächter von Stendar. Lasst euch mit den Daedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Okay. Seid ihr ein Wächter von Stendar? Ja. Unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die daedrische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten mag.
Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Karset angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Wer ist Stendar? Er ist der Gott der Gnade, Tamriels Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Okay, ihr jagt Daedra. Gegen alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Werwölfe, Hexen. Aber die Daedra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Okay. Niemand entkommt den Wächtern. Ich gebe euch Deckung. Alle kommen ins Licht. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Was soll ich nehmen? Oh, Schlüsselkammer. Schrank. Schlüssel zum Dunkellichtturm? Schrankschlüssel? Oder war ja was? Oh, naja. Schall durch, Eisen durch. Du kannst gerne Waffen von mir haben. Nee. Oder? Geben wir dir was? Stahlhelm geben. Oh. Das hier vielleicht auch. Gut. Denn hat echt sie? Wow. Ihr geht vor, ich folge. Gut. Gut, gut. So. Okay. Da können wir jetzt nicht rein. Aber ja. Da ist auf jeden Fall Kernholz Mühle. Da ist das Riesending. Dunkellichtturm abgeschlossen. Ruin von Erkund. Abgeschlossen. Kristallstollenhöhle abgeschlossen. Aussichtspunkt der abgeschnittenen Zunge abgeschlossen. Der Schattenstein bleibt uns noch. Schneeschuhhof bleibt uns noch. Festung Nebelschleier. Ich reiß da mal hin, weil da werden wir nächste Folge weitermachen. Aber ja. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Okay. Gut. Dann beende ich hiermit auch die Folge, weil wir sind jetzt schon wieder bald bei 30 Minuten und die letzte Folge hatte über 50. Also würde ich mal sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.